gewusst, wenn die Austria umschaltet, wenn wir angreifen, wenn sie eben den Ohio reinbringen, mit Juricin fahren, mit Huskovic, dass sie extrem schnelle Spieler haben. Und dann müssen wir einfach, wenn wir nach vorne spielen, nochmal das alles viel schneller schließen, dass wir enger dran sind. Und das waren so Situationen in der zweiten Halbzeit, wo ich mir dachte, boom, wenn wir das jetzt nicht besser lösen, werden sie uns da noch zwei, dreimal im Konter davor gehen. Da haben wir in der einen oder anderen Situation ein bisschen Glück gehabt bei den Chancen von der Austria und dann haben wir das ein bisschen besser gemacht und dann in Ausgleich noch erzielt. Und das ist für mich natürlich schon von der Mentalität her ein ganz wichtiges Zeichen. Ich habe zuerst gerade gesagt, ich glaube schon, wenn man sich das jetzt anschaut, wir sind eine Mannschaft, die sich natürlich jeden Punkt, jeden Sieg hart erkämpfen muss. Nur mittlerweile haben wir so eine Qualität, wo wir fast an jeden schlagen können. Wir können auch jedes Spiel verlieren, das ist auch ganz klar. Aber trotzdem, glaube ich, hat die Mannschaft jetzt den Glauben an sich zurückgewonnen und das ist für mich als Trainer auch schön zu sehen. Okay? Perfekt. Danke, ciao. Schönes Wochenende.